Grüßt euch und herzlich willkommen zum 18. Teil zum Bau meiner Spinnenanlage. Heute wird mein Kanal volljährig und zur Feier des Tages zeige ich euch nicht nur den Typen, der hinter dem Ganzen steht, sondern auch, was ich die letzten Wochen gemacht habe. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zusehen. In diesem Teil kümmere ich mich um den Einbau meiner Baiwa. Und ich werde hier wahrscheinlich das Eck auch gleich noch mitgestalten. Jetzt muss ich aber zuerst mal das Segment hier hinten rausholen. Dazu muss ich jetzt als erstes das rausholen und dann kann ich das rüberschieben. Das mache ich jetzt gleich mal. Jetzt habe ich das Segment schon rausgeholt. Jetzt sieht man das mal von der anderen Seite. Hier kam im Übrigen eine neue Figur dazu. Das habe ich mal auf die Reihe bekommen. Genau, aber jetzt kümmern wir uns um das Eck hier. Da kommt jetzt mein Gebäude hin. Jetzt muss ich halt schauen, dass ich das hier hinten bündig habe, im Hintergrund, dass das nicht schleift oder absteht. Und hier vorne sieht man jetzt schon, gut, das habe ich halt einfach so mal reingelegt, aber das werde ich jetzt noch ein bisschen umtüdeln und dann sollte es passen. Für den Rückbau nehme ich mir wieder ein Cuttermesser. Ich mache ja meine Kreise bloß punktuell mit Sekundenkleber fest. Brauche ich gar nicht. Das geht auch so schon gut weg. So. Im vorderen Bereich habe ich es jetzt schon ausgerichtet und hingeklebt. Ich musste jetzt mit dem Gebäude noch ein Stück zurück. Und das Gleis, da habe ich mir jetzt hier so Hilfslinien gezogen. Das richte ich jetzt an der Linie hier aus. Das seht ihr nicht, aber es reicht, wenn ich das sehe. Gut, jetzt habe ich das Gebäude mal platziert und einen eher längeren Wagen mal genommen. Und jetzt sieht man, der kommt hier gut vorbei. Und das ist auch noch dicht genug am Gleis bzw. an der Laderampe, dass das Sinn macht für mich. So, gut, dann bearbeite ich jetzt das Korkbett drunter und dann geht es schon Schlag auf Schlag. Dann schnappe ich mir Cutter und Spachtel. Und Cutterwild. So, als nächstes habe ich mir eine Schablone gebaut. Die kommt hier als Platzhalter hin. Da habe ich mir hier die Markierungen gemacht für die Häuserecken. Und das kommt hier als Platzhalter hin. Und warum das Ganze? Weil ich so nah wie möglich hinschottern möchte an die Laderampe, aber auch das Gebäude noch abnehmbar haben möchte. Gut, als nächsten Schritt schotter ich ein. Jetzt habe ich mir hier die Leiste hingemacht mit einem Klebeband. Das habe ich quasi mit der Klebeseite nach außen. Und ja, jetzt fange ich einfach mal an. Schottern mache ich so, wie ich das immer mache. Mein Konstrukt hat jetzt Zeit, über Nacht zu trocknen. Jetzt schauen wir mal. Oje. Gar nicht mal so gut. Also so schaut das Ganze jetzt aus. Man sieht jetzt da schon noch die hier so eine unschöne Kante. Wahrscheinlich wäre es schlauer gewesen, die Rampe hinzukleben hier, die Laderampe, und nur das Gebäude abnehmbar zu machen. Aber gut, das ist jetzt schon rum ums Eck. Jetzt muss ich halt schauen, dass ich das irgendwie hinkriege, dass ich gut damit leben kann. Jetzt habe ich meine Magnetkupplungen wieder versenkt und eingeklebt. Genau, jetzt muss ich die noch anschließen und dann gibt es den ersten Leuchttest. So, jetzt habe ich es angeschlossen. Und so schaut das Ganze aus. Jetzt sieht man, dass es da im Lagerhaus recht leer ist. Jetzt gehe ich mal auf die andere Seite und schaue mal in den Siloturm rein, ob man da was sieht.
Gut, es funktioniert auf jeden Fall. So soll es sein. Aller guten Dinge sind drei. Ne, das hat mich gewurmt jetzt. Das gefällt mir einfach nicht, wenn da so viel Abstand ist. Jetzt habe ich mir überlegt, was ich machen könnte. Und jetzt habe ich einfach mal mit einem Z-Shotter, den ich sonst bloß so für die Außengestaltung hernehme, habe ich das mal aufgefüllt, weil mir gefallen nämlich auch meine Segmentübergänge nicht so richtig. Und als ich noch in Spur N gebaut habe, hatte ich schönere Segmentübergänge. Und da habe ich mir jetzt gedacht, vielleicht lag das auch einfach an dem feineren Schotter. Es lag mit Sicherheit an dem feineren Schotter. Und jetzt habe ich hier angefangen einzuschottern und mache hier mal einen Test mit einem feinen Schotter drüber. Und dann schaue ich mal, was da rumkommt. Ich lasse euch da natürlich teilhaben an meinen Erkenntnissen. So. Dann probieren wir es nochmal. Schauen wir mal, wie es sich diesmal. Ja, aber das schaut schon wesentlich besser aus. Jetzt hole ich euch mal aus dem Stativ. Ja, wie soll ich sagen? Ein schönerer Übergang. Genau. Das ist ja recht vielversprechend für meine Modulsegmentübergänge. Ja, da hätte ich noch ein bisschen Kleber gebraucht. Da habe ich gar nicht geklebt. Aber ansonsten, alles drin. Sehr schön. Und so schaut das Ganze dann mit einem eingesetzten Gebäude aus. Also ich bin eigentlich echt begeistert. Mit dem Spalt, der jetzt noch ist, kann ich absolut leben. Den sieht man von vorne überhaupt nicht. Sieht man von der Seite schon fast nicht. Das gefällt mir schon mal sehr gut. Dann geht es als nächstes hier weiter. Da habe ich mich jetzt für die Farbe hier entschieden. Hier soll so ein kleiner Lagerplatz für Baustoffe und ja, Paletten und ich weiß noch nicht, was ich da alles finden werde auf Messen oder im Internet. Auf jeden Fall fange ich jetzt mal an. Feine Pulver ist immer so ein bisschen störrisch, was das Verteilen vom Leim angeht. Da braucht man viel Aerosol. So, jetzt habe ich das Segment mal umgedreht. Ihr steht jetzt quasi, beziehungsweise ich stehe jetzt quasi da, wo der Hintergrund ist. Und jetzt brauche ich hier mal meine Teile hin. Und dazu muss ich jetzt als erstes mal alles hochholen, was ich schon vorbereitet habe. So, das klebe ich jetzt da wieder schön hin. Oh. Das war jetzt insgesamt ein bisschen dämlich, weil ich war jetzt eine Woche krank und da hätte ich das eigentlich schon schön hinkleben können. Dann hätte es jetzt nämlich eine ganze Woche Zeit gehabt zu trocknen. Weil gerade zwischen so Styrodurplatten, da dauert das immer ewig. Gut, das lasse ich jetzt trocknen. Das wird eine Zeit dauern. Dann habe ich folgendes Problem für mich jetzt, das mir die ganze Zeit schon eigentlich im Kopf rumschwirrt. Ich hätte hier oben ganz gerne auch eine Mauer gemacht. Quasi, dass man das hier abgestützt hat und hier so ein bisschen von dem Hang, der hier sein soll, von dem Gelände abgetragen hat und da quasi das Gleis reingelegt hat. Jetzt habe ich noch folgendes Problem. Ich werde wahrscheinlich, wenn ich hier oben eine Mauer mache, ich habe zwar noch so Teile, aber die passen irgendwie, es schaut nicht aus. Und wenn ich jetzt hier eine Mauer mir selber ritze und die hier oben hin mache, dann hat die eine ganz andere Farbe. Und das macht für mich halt insofern keinen Sinn, weil die Mauern ja zeitgleich gebaut worden wären. Und jetzt ist halt die Frage, was ich mache. Entweder mache ich hier bloß insgesamt einen Hang hin oder aber ich klebe das hier ab und gestalte die Mauer obenrum farblich einfach nochmal neu. Das muss ich mir jetzt mal überlegen. Jetzt mache ich hier mal meine Mauerversuchsstanzung.
So habe ich hier so einen Pinselkopf, einen alten eingetrockneten genommen und habe mir den ein bisschen mit der Zange zurecht. Genau. Und jetzt mache ich Stein für Stein. Ich habe geschaut, dass das ungefähr die Größe von der Mauer hat. Und dann probiere ich einfach mal, dass ich die Farbe da hinbekomme. Und so schaut das Ganze dann aus, wenn es fertig ist. Das dürften die meisten eh kennen. Kommt dann oben noch eine Abschlussleiste wahrscheinlich irgendwie drauf, so wie hier auch. Und ja, gestern habe ich die Mauer noch grundiert mit einem Grau. Und bevor ich jetzt das mit brauner Farbe brüniere, habe ich hier erstmal eine Pappunterlage gemacht. Die kommt quasi hier, oder beziehungsweise die kommt nicht drunter, aber die dient als Platzhalter für die Stelle, wo ich die Mauer platzieren möchte, dass ich dann da mit dem Heißdrahtschneider lang schneiden kann. Genau, das habe ich jetzt gemacht. Und jetzt kann ich das Brünieren anfangen. Dafür mache ich mir jetzt aus Chocolate Brown. Das verdünne ich mit Wasser und dann mache ich mir ein schönes Wash. Und dann schauen wir mal. Das ist wahrscheinlich sehr unvorsichtig. Da muss ich nochmal ran. So, jetzt. So schaut das aus. Schokibraun. Und dann, ja, das schaut gut aus. Und jetzt gehe ich da mal drüber und teste mal an, wie ich da hinkomme. Schauen wir mal. Da werde ich mich jetzt mal vorsichtig rantasten. Da wird jetzt natürlich noch schwarz. Und dann, ja, schaue ich mal, was da rumkommt. Ob ich das schaffe, dass ich die Farbe einigermaßen angeglichen bekomme. Farblich schaut es jetzt so aus, recht braunlastig. Und jetzt nehme ich mir wieder einen Pinsel und brushe das mal. Ich teste es jetzt einfach mal, wenn ich jetzt mal davon ausgehe, dass das recht braun ist, aber durch das Brushen wird das ja immer noch heller. Jetzt schauen wir einfach mal. So, jetzt lasse ich das mal trocknen. Dann schaue ich es mir mal an. So, das konnte jetzt hier über Nacht trocknen. Hier habe ich jetzt schon mal die vorbereitete Pappe hingemacht. Und jetzt platziere ich euch im Stativ und dann geht's los. So, jetzt habe ich euch platziert und den Heißdrahtschneider vorbereitet und jetzt geht's los. Jetzt starten wir einfach. Da muss man sich erstmal überlegen, wo man anfängt. So, jetzt habe ich das mal grob gemacht, aber jetzt kristallisiert sich hier für mich schon raus, dass die Stützmauer ein bisschen zu hoch ist. Ich glaube, da muss ich nochmal ein bisschen die Höhe reduzieren. Hier den aufgeklebten Klotz, den hat es überhaupt gar nicht gebraucht. Ich wollte es so ein bisschen auslaufen lassen hier. Und das ist aber ein Ticken zu hoch hier, glaube ich. Da muss ich noch mal ein bisschen nacharbeiten. Jetzt habe ich das Ganze noch mal korrigiert, habe oben noch mal eine Reihe weggemacht. Und jetzt schaut es aus, ja, Besucherperspektive, schaut so aus. So gefällt mir das jetzt gut. So lasse ich das. Jetzt muss ich halt die Mauer farblich noch anpassen. Ich hoffe, das bekomme ich einigermaßen hin. Wo filme ich denn hin? Und naja, und dann kommt der Gips da oben drauf noch, beziehungsweise meine Gips-Mullbindenschicht. Das Einzige, was halt bei so Styrodur-Geschichten immer ein ziemlicher Käse ist, ist der Müllberg. Aber gut, läuft ja nichts. Jetzt habe ich euch im Weiher platziert. Und jetzt beginne ich hier mal mit der ersten Lage. Mullbinden, Gipsbandage, so heißt es. So, jetzt habe ich überall die erste Schicht drauf. Ich vermute jetzt nur, beziehungsweise da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass die Bandagen nicht mehr die frischesten sind, weil die hatte ich über den Sommer offen stehen. Dann mache ich jetzt gleich mal eine frische auf und mache die zweite Schicht dann mit einer neuen, weil die sind so hart und gut, jetzt habe ich frische Bandagen zurechtgeschnitten. Jetzt schauen wir mal, ob das mit denen besser geht. Ja, die lassen sich jetzt nämlich schön verstreichen. Und bei den anderen ging das überhaupt nicht mehr. Ich bin jetzt eigentlich soweit zufrieden damit. Ich installiere das jetzt einfach mal
Und dazu nehme ich mir jetzt hier so eine Bauspachtel. Das gleicht so ein bisschen die Unebenheiten aus. So. Dann nehme ich mir das. So, im nächsten Schritt grundiere ich alles mit Braun. Hui. So, nachdem ich es bestrichen habe und das ein bisschen angetrocknet ist, streiche ich es jetzt mit einem recht dünnen Weißleim ein. Gut, und dann geht's los mit der Erde. So, jetzt mache ich als nächstes die Ränder von den Gleisen und dann werde ich Alkohol Leimwassermischung wieder verwenden. So, jetzt habe ich überall Wasserleimmischung aufgetragen. Jetzt schaut das so aus. Das muss jetzt wieder trocknen. Es wird langsam. Was ich jetzt noch machen kann, während ich das trocknen lasse, ich installiere den Prellbock. Den klebe ich jetzt gleich mal noch hin. So, dann drauf. So, den Prellbock habe ich jetzt seitlich noch so ein bisschen farblich angepasst an das Gleis. Das schaut jetzt so aus. Und dann habe ich noch Steine hier verteilt. Habe wieder ein bisschen Erde außenrum, dass die nicht so aufgesetzt ausschauen. Und genau, jetzt lasse ich das Ganze trocknen. Die Erde konnte jetzt über Nacht trocknen. Und jetzt seht ihr schon, ich habe hier so Heidekraut bisschen verteilt und ausgebracht, und das werde ich jetzt hinkleben, weil hier kommt so ein bisschen Heidelandschaft, dann so Bäume dazwischen. Ich glaube, dass das recht nett wird, und das machen wir jetzt gleich. Jetzt klebe ich mal die ersten hin, einfach mit Weißleim und dann so ein bisschen andrücken. Und während das jetzt hier trocknet, bringe ich hier wieder meinen Waldboden auf. Nehme ich mir ein bisschen was hier, wo es raussuppt. Da war ich ein bisschen sehr großzügig. Gut, jetzt habe ich das soweit fertig. Jetzt kommt das Modellbahners liebste Mischung. Und zwar habe ich hier meine weltberühmte Leimwassermischung und mein Alkohol mal wieder. Und jetzt wird vorsichtig benetzt und fixiert quasi. Gut, jetzt lasse ich das trocknen. Gut, jetzt fange ich auf der Seite mal das Begrünen an. Da ist nämlich noch nicht, oh, der ist steinhart. Sehr schön. So. Dann habe ich 4 mm Gras. Dunkelgrün. Und dann geht es wieder los. Das konnte jetzt über Nacht trocknen. So schaut es jetzt aus. Ich habe jetzt einige Teile noch bestellen müssen. Deswegen kann ich jetzt erstmal nicht weitermachen. Und deswegen mache ich jetzt auch Schluss mit dem Teil für heute. Jetzt habe ich noch eine kleine Umfrage zu meinem Weiher. Und dazu spanne ich euch jetzt erstmal ein. Jetzt habe ich euch eingespannt und jetzt geht es um die Pimpung meines Weihers. Und zwar gibt es für mich da drei Optionen. Ich habe jetzt quasi als Option 1, dass ich die Oberfläche bloß neu mache. Also nochmal eine Schicht Gießharz drauf mache und schaue, dass das einigermaßen sauber ist. Und dann, dass ich eventuell die Oberfläche so ein bisschen mit Water Effects anraue. Das gilt für jede Option. Das würde ich bloß mir dann anschauen, wenn es soweit ist. Also erstmal eine Schicht gießen und abwarten. Dann ist die Option 2, dass ich das Schilf so ein bisschen einfärbe in einem hellen Grün. Das ist jetzt bloß so ein Versuchsschilf. Zeug, da würde ich wahrscheinlich bloß so die oberen 2/3 Hälfte quasi einfärben und oben dann noch so punktuell dunkelgrün. Also quasi Option 2, Schilf einfärben plus Wasseroberfläche.
Und dann gibt es die Option 3, das ist Schilf einfärben plus Wasseroberfläche und dann die letzte Schicht, die hier oben drauf kommt, noch einfärben. Da würde ich wahrscheinlich ein Dunkelgrün nehmen oder so. Aber nur ganz dünn, dass man halt noch durchschauen kann, dass man halt das Gestaltete noch sieht. Genau, das sind die drei Optionen, die es für mich gibt. Da bin ich schon ganz gespannt auf das Ergebnis. Und jetzt hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Bis zum nächsten Mal.